Entwurzelte Baumstämme fischen die Arbeiter mit einem mechanischen Greifer aus dem See. In den letzten 15 Tagen haben sie schon 1200 Kubikmeter Schwemmholz aus dem Bielersee geholt. Ein Grossteil von dem Holz, das die Unwetter angeschwemmt haben, ist schon wieder aus dem See draussen. Aber es bleibt noch viel zum Abtransportieren. Für die grosse Menge zu entfernen, arbeitet die Polizei mit verschiedenen Organisationen und Unternehmen zusammen. Zum Beispiel mit Bien Nautic, die mit ihrem Schiff seit gestern Dienstag bei Räumung mithilft. Wir haben jetzt von gestern auf heute sicher schon 30 Tonnen Holz können aus dem See oder aus der Schwemmholzsperre bergen. Es hat natürlich noch ganz viel mehr, aber es geht jetzt in erster Linie mal darum, das offene Wasser und eben direkt das Ufer sauber zu machen oder frei zu machen. Für das Amt für Wasser und Abfall vom Kanton Bern ist es wichtig, dass das Schwemmholz aus dem See rauskommt. Also es gibt drei oder vier Punkte, die sehr wichtig sind mit dem Schwemmholz, warum wir das aus dem See rausnehmen. Der absolut wichtigste Punkt ist, dass das Schwemmholz nicht in die Wehranlagen hineintreibt. Das ist das absolut Wichtigste, dass das Schwemmholz nicht irgendwie vor die Wehranlagen geht und der dort Verklausulierungen machen und die Funktion der Wehranlagen wird beeinträchtigen. Für die Kursschiffe ist es wichtig, dass das Holz aus dem See fortkommt, weil nur so können sie wieder fahren. Und es ist auch wichtig für den Schutz vom Schilfrohr am Seeufer. Fürs Einsammeln hat die Kantonspolizei Absperrungen eingerichtet. Dort kommt das Holz dann rein und das Amt für Wasser und Abfall muss es dann schnell abtransportieren. Der grosse Faktor ist die Zeit. Es kann sehr schnell gehen, dass die Sperren, der Wind und die Wellen haben zur Folge, dass das Holz in eine bestimmte Richtung gedrückt wird und dann hängt es in den Sperren. Und das kann im Bielersee, im Seeland, sehr schnell wechseln, von Südwestwind auf Biesen oder umgekehrt. Es können plötzlich grosse Wellen kommen und dann drückt es in die komplett andere Richtung. Und dann ist das Risiko gross, dass das Schwemmholz aus den Sperren rausgespült wird oder mit Wellen unter den Sperren durchgedrückt wird, dass es die Sperre quasi über das Holz rüberläuft. Und dann verteilt es sich auf dem See und dann wird unsere Arbeit viel, viel komplizierter. Die Organisationen, die für die Räumung des Schwemmholz zuständig waren, können noch nicht sagen, wie lange es noch dauert, bis die Situation wieder normal wird. Das Amt für Wasser und Abfall hofft, dass sie die Räumungsarbeiten nächste Woche abschliessen können.